Landesgartenschau in Böblingen. Ein Feuerwerk der Blüten. Hunderttausende aus nah und fern nahmen den Weg in die Stadt im Herzen Baden-Württembergs, um sich von April bis Oktober von der Blütenpracht verzaubern zu lassen, nützliche Informationen zu sammeln oder an einer der unzähligen fantasievollen Veranstaltungen teilzunehmen, die im gesamten Gelände angeboten werden. Das Gelände des Stadtparks liegt im Zentrum der Stadt, zu Fuße der Altstadt. Es ist ein schmaler Schlauch von rund 1,5 Kilometer Länge, insgesamt 21 Hektar. Das Gelände wurde in den vergangenen Jahren leider durch großflächige Bauten wie die Kongresshalle, die Sporthalle und andere Funktionsflächen sehr stark überbaut und belastet, so dass von einem durchgängigen Park eigentlich kaum die Rede sein konnte. Die Aufgabe des im Jahre 1989 im Rahmen der Landesgartenschau ausgeschriebenen Wettbewerbes war deshalb, hier Gestaltungsrichtlinien unter ökologischen Aspekten zu entwickeln, die eine Naherholungszone im Zentrum der Stadt schaffen. Der prämierte Entwurf, der Arge Stadtgarten, geht von den vorgegebenen Rahmenbedingungen aus. Das heißt, sie machen die vorhandenen Elemente zu Hauptthemen des Entwurfs. Also zuerst mal das Wasser. Die Seen waren zwar da, aber in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Ebenso auch der Murkenbach, die renaturiert wurde. Die Seen wurden entschlammt und großflächige Fußgängerzonen und Promenaden wurden gebaut. Ebenso auch eine diese große Verbindungswasserrampe zwischen den beiden Seen. Das zweite war die Auslagerung der störenden Gewerbeflächen im Süden. Hier wurden der Schlachthof, der Metzgerankauf, die Asylantenbaracken und so weiter ausgelagert und eine Fläche von rund 5 Hektar entsiegelt und als Grünfläche gestaltet. Und das dritte war die Verzahnung, Verbindung des Geländes mit den umliegenden Wohngebieten. Diese geschah durch Wege, durch Achsen und durch Brücken, so dass die Bewohner des benachbarten Gebieten den Stadtpark jetzt bestens erreichen können. Nach einer Vorbereitungs- und Planungsphase von ca. 3 Jahren schloss sich eine 3-jährige Bauphase an und am 26. April 1996 konnte der Stadtpark als Landesgartenschau insgesamt eröffnet werden und der Bevölkerung übergeben werden. Nach einer anfänglichen Skepsis wurde die Anlage in den vergangenen Monaten seit der Eröffnung sehr, sehr stark angenommen und ist überall auch akzeptiert. Die 3 Städtebau- und Architekturpreise, die in den letzten 2 Jahren vergeben wurden, sprechen ihre eigene Sprache über die Qualität dieser Anlage und wir werden jetzt einen kurzen Durchgang über die Bauphasen und über die einzelnen Bereiche der Anlage machen. Es war jedoch ein langer Weg, bis sich der Stadtgarten in dieser vollendeten Form präsentieren konnte. Um die Jahrhundertwende war Böblingen noch eine kleine Stadt, Schmuck, aber unscheinbar. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte sollte es sich zu einem der wichtigsten Wirtschaftsstandorte des Landes entwickeln. Jedoch wurde dabei dem wachsenden Bedürfnis der Bevölkerung nach attraktiven Naherholungsgebieten im Zuge der Stadtplanung nicht immer Rechnung getragen. Als dann in den 80er Jahren die Idee aufgenommen wurde, eine Landesgartenschau auszurichten, erkannte man die Chance, die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern, indem man mittendrin einen Garten als Daueranlage einrichtete. Anfangs überwog bei den Böblingern eine eher skeptische Grundhaltung zur Gartenschau, vor allem als sich zu Beginn der 90er Jahre herausstellte, mit welch unerwarteten finanziellen Schwierigkeiten die Stadt zu kämpfen haben würde. So konnten zwar nicht sämtliche Ideen der Stadtverwaltung und der Architekten umgesetzt werden, die Bauarbeiten aber konnten 4 Jahre vor der Eröffnung mit voller Kraft beginnen.
Eines der wichtigsten städtebaulichen Ziele der Planer war die Entsiegelung asphaltierter und überbauter Flächen. Ein großer Teil dieser 54.000 Quadratmeter wurde auf dem Gelände des heutigen Baumovals freigelegt, welches in zwei Etappen fertiggestellt wurde. Nachdem die Erdarbeiten Ende 1993 abgeschlossen waren, konnten die ersten Bäume gepflanzt werden. Welche Bäume es genau sind, das verrät uns Bauleiter Dietmar Mack. Das sind Pyramidenpappeln. Und ja, wir pflanzen insgesamt ca. 300 Stück im gesamten Oval. Hier im ersten Abschnitt sind es ca. 160 Stück. Und ja Gott, die Bäume, die haben jetzt eine Höhe von ca. 6 bis 7 Meter und werden natürlich im Alter dann mehr als doppelt so hoch. Um das Oval schließlich vollenden zu können, musste das Gelände noch vom belastenden Komplex des Schlachthofes befreit werden, der den Blick ins Murkenbachtal versperrte. Doch längst nicht jeder war mit dem Abriss dieser Hallen einverstanden. Vor allem die örtlichen Vereine hätten die vorhandenen Räumlichkeiten gerne für ihre Zwecke genutzt. Und es wurde sogar der Vorschlag gemacht, dort eine neue Galerie einzurichten. Aber alle Bestrebungen, die Gebäude zu erhalten, konnten sich nicht durchsetzen. Anfang 1994 wurden sie abgerissen. Die zweite Hälfte des Baumovals konnte angelegt werden. Als Ende des Jahres sämtliche Pappeln gepflanzt waren, kam die unerkannte Form des Baumovals erstmals so richtig zum Vorschein. Eine ganz andere Herausforderung stellte das Gelände hinter der Sporthalle dar. In diesem Bereich wurden die Fehler der Vergangenheit besonders deutlich. Murkenbach und Langgraben, die hier zusammenfließen, waren begradigt bzw. unterirdisch geführt. Sie sollten wieder sichtbar gemacht und naturnah gestaltet werden. Dies machte umfangreiche Bauarbeiten erforderlich. Große Mengen an Erdreich mussten abgetragen werden. Die Gegend glich zeitweise einer einzigen Schlammwüste. Allmählich begann sich das zukünftige Erscheinungsbild des Geländes zu entwickeln. Die darüber führende Holzbrücke macht die erholsame Atmosphäre des Feuchtbiotops perfekt. Vor allem im weiteren Verlauf des Murkenbachs mussten etliche Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der dichte Uferbewuchs wurde herausgerissen. Die Begradigung des Bachbettes wurde rückgängig gemacht, die Ufer abgeflacht und neu bepflanzt. Dank dieser Maßnahmen ist die Qualität des Gewässers seitdem deutlich angestiegen und der Bereich bietet jetzt einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten neuen Lebensraum. Um neue Wege und Querverbindungen zu schaffen, wurden 7 Fußgängerbrücken erstellt. Jede ist anders und in ihrer Art der Brückenumgebung angepasst. Bei der Gestaltung der Murkenbach-Einmündung in den oberen See wurden bauliche Konstruktionen der 60er Jahre beseitigt. Das den Bach zum See hin gewaltsam kanalisierende Rohrkorsett wurde zugunsten eines ansprechenden Deltas entfernt. Ganz nach dem Pegel seiner Wasserführung sucht sich der Bach in diesem Delta seinen Lauf selbst. Die abgelassenen Seen im Stadtzentrum boten die Jahre hindurch ein wenig erfreuliches Bild.
Und das erst recht, als sie im Herbst 1994 entschlammt werden mussten, um einer drohenden Verlandung und einem Umkippen der Gewässer vorzubeugen. Der Seeschlamm konnte auf die Felder der Umgebung ausgebracht werden. Die Wasserqualität der Seen hat sich seitdem ebenfalls deutlich verbessert. Die regelmäßig mit dem Oberbürgermeister stattfindenden Führungen durch das Gelände wurden sehr schnell zu einer festen Einrichtung. Die wachsende Zahl an Teilnehmern zeigte ein steigendes Interesse der Bevölkerung an der Gartenschau. Hier konnte man sich aus erster Hand über den Baufortschritt informieren und seinen Wissensdurst stillen. Bei der Gestaltung der Seen verfolgten die Planer eine ganz bestimmte Konzeption. Die Ufer unterhalb des Schlossberges markierten eine harte Kante zur Innenstadt. Hier wurden vorwiegend Beton und Natursteine verwendet. Die Bepflanzung beschränkt sich auf kleinere Grünflächen und eine Kastanienreihe, unter der eine Promenade entstand. Unmittelbar am Wasser wurde ein zweiter Fußweg angelegt, der dazu beiträgt, das ohnehin auf der Landesgartenschau dominierende Element Wasser noch direkter zu erleben. Das gegenüberliegende Ufer wurde als Kontrast zur städtischen Uferkante geformt. Das alte Bootshaus wurde beseitigt. Als dann die neue Unterkunft im ehemaligen TÜV-Gebäude bezogen war, erhielt dieses Ufer sein endgültiges Profil, das vielen Wasserpflanzen neuen Lebensraum bietet. Am unteren See wurde währenddessen an einem der markantesten architektonischen Elemente gearbeitet, der Seetreppe. Im Vorfeld gab es einige Schwierigkeiten. Probleme gab es im Zusammenhang mit dem Seegrund. Wir hatten hier sehr viel Schlamm. Man musste erstmal eine Untergrundverbesserung herbeiführen und eben entsprechende Fundamente anfertigen. Ganze 6 Wochen sollte es dauern, um alle Treppenelemente zu verlegen. Bei der millimetergenauen Positionierung der 4 Tonnen schweren Betonkolosse musste mit äußerster Präzision gearbeitet werden. Das Gelände musste anschließend zur vielbefahrenen Herrenberger Straße hin abgegrenzt werden. Auf einer bis dato unscheinbaren Grasfläche wurden 90 geschnittene Platanen gepflanzt. Sie werden in Zukunft Lärm und Abgase von den Besuchern der Seetreppe abhalten und zur Reinigung der innerstädtischen Luft beitragen. So entstand hier mit Baumdach und Seetreppe ein Foyer zwischen Altstadt, Unterstadt und Stadtgarten. Zwischen Seetreppe und Kongresshalle hatten 2 Partnerstädte Böblingens Gelegenheit, sich gärtnerisch auf der Landesgartenschau zu präsentieren. Das schottische Glenrothes und das französische Pontoise entschieden sich für die Anlage von Rosengärten. Der verantwortliche Gärtner aus Glenrothes erläutert uns seine Pläne während der Bauarbeiten. The garden is split into 3 parts. Facing the lake by the pergola will be a very formal rose garden with box hedging and formal roses. On this side we have less formal planting with landscape.